Und damit herzlich willkommen zurück zu Little Inferno. Zu Let's Play Little Inferno. Vielmehr, ich habe hier noch einen Brief, den kann ich verbrennen. Und ich habe ganz viele andere Dinge, die ich verbrennen kann. Achso, und die Gute hatte mir einen Wecker aufgemalt. Die Sugar Plums, die Süße. Und Instant Blumen. Oder eine Blume, aber ich sehe hier nichts anderes mit Blumen. Und den Fernseher kann ich auch noch hier... Was war denn noch für eine Combo? Ach, hier kann ich nachgucken. Generationen-Kombo, Kreditgeber-Kombo, Filmabend-Kombo. Kreditgeber-Kombo könnte doch... Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Gucken wir erstmal mit Wecker und Blumen. Weiß nicht wirklich, was soll ein Wecker und Blumen? Frühlingserwachen-Kombo. Ach so, ja, da kommt man ja auch nicht drauf. Cool. Und schon wieder ein neues Brieflein. Mensch, das hört ja gar nicht auf hier. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Kennt ihr den Witz mit Goethe? Oder den Spruch? Ja, egal wie dicht du bist, Goethe war dichter. So. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. He, he. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. He, he. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Tadadadam. Oh, jetzt habe ich Halsschmerzen. Verbrenne ich das mal hier. Oh, cool, noch eine Briefmarke. So komme ich auch immer an meine Briefmarken ran. Ach so, ich wollte ja hier diese Geldgeber-Kombo. Ach, mit dem Fernseher gab es auch eine Kombo. Filmabend-Kombo. Vielleicht Batterien? Ach, oder Popcorn? Das wäre natürlich cool. Fernseher, oh Gott. Okay, erstmal die Kreditkarte und die Bank. Ich denke, das müsste eine Kombo sein, oder? Ja, das war einfach. Aber das hier, das wäre natürlich cool. Hier ein Fernseher. Gucken, wie ein Fernseher brennt. Oh, guck mal, da kann man gucken. Und Filmabend-Kombo. Cool. Bin voll stolz auf mich hier. Oh, wie schön das alles brennt. Was habe ich denn noch? Generationen-Kombo. Und der Rest ist noch nicht freigeschalten. Generationen-Kombo. Vielleicht Foto? Generationen. Sammlerposter. Bus. Spinnweben. Eine ganze Generation in deinen Händen. Vielleicht auch Generation Spinnen und Generation Glühwürmchen. Mal schauen. Und mal gucken, kann ich hier zwischendurch noch ein bisschen was anderes reinwerfen. Ja, so. Wäre ja schade um die Zeit, in der ich nichts verbrenne, oder? So, die Spinnen sind schon mal da. Hey. Jetzt noch Popcorn. Und da oben ist wieder ein Spinnchen, was ich abfackeln kann. Ach, ist das nicht schön, oder? Und jetzt eine Generation Spinnen und eine Generation hier. Gucken, ob das funktioniert. Ah, das war anscheinend nicht richtig. Leute, ich bin hier gerade ein bisschen überfragt. Oder was mit Erziehen? Bauklötze und... Oder mit dem Bus was? Oder vielleicht zwei solche Dinge? Ich weiß das gerade nicht hier. Muss ich mal zugeben, hilft nur alles hier ins Feuer zu hauen. Was das Zeug hält. Ja, und das kürze ich jetzt mal ab hier. Kommt. Und Bauklötze. Und Büsse. Quasi. Und doppelte Generation-Kombo hier. Mist, das war alles nicht richtig hier. Generation-Kombo. Bin ich bescheuert, Leute? Was ist denn das hier eigentlich? Ach, ein neuer Katalog ist verfügbar.
vielleicht konnte ich das noch gar nicht. Eichhörnchen Pfeife. Waschbärstofftier, ach süß. Er ist so knuddelig und liebenswert, man muss ihn einfach umarmen. Es könnte Tollwut enthalten. Stand da gerade... Nee, okay. Heizgebläse. Jetzt aus 30% trockener Remmholz hergestellt. Ach komm hier, Eichhörnchenpfeife. Oh, ach so, was stand da? Das, der erhabene Klang der Natur. Nur einen entschlossenen Griff entfernt. Sieht ja auch süß aus. Ein bisschen wie das Ice Age Viech hier. Zerbrechliche Glühbirnen. Verursacht mehr Stichwunden als die führenden Hersteller. Hö! Besitzergreifendes Stofftier. Ja, das war klar, dass ich das jetzt noch nicht machen kann. Was ist denn das hier? Willst du deinen Briefkasten vergrößern, damit er einen zusätzlichen Gegenstand aufnehmen kann? Ja. Und das Feuer muss weiter brennen. Glühbirnen! Und Glühbirnen! Ich check die Generation-Kombo ja noch nicht. Das ärgert mich total. Jetzt will ich erstmal hier einen Platz mehr haben. Und ich bestell schon mal was, bevor ich die Briefe anklicke. Gefühle-Bär-Stofftier. Da kommen mir auch ganz komische Gefühle hoch. Immer bereit für eine Umarmung. So sieht er aus. Und wir haben einen Brief. Du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du? Dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo. In Liebe, Miss Nancy. Oh, ein Video. Hey, Kids. Hey, Kids. Do you like toys? Yeah. You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire. With your new Little Inferno Entertainment Fireplace. Yeah. It's out of your chimney, way up in the sky. It's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. From Tomorrow Corporation. Mal ganz im Ernst, das ist doch großes Kino. Also, ich meine, ich finde das Spiel wirklich geil gemacht. Will ich am liebsten gar nicht verbrennen, den Brief hier, aber... Ach, hier, mein Teddy ist da. Gruselig. Boah, der bewegt sich sogar noch von alleine. Krass, krass, krass. Und ich kann jetzt immer mehr Slots hier kaufen anscheinend. Oh, 100 kostet der nächste. Und da immer was kostet... Ach, Ölfrachter. Studien zeigen, dass Ölflecke Tierbabys helfen an der Oberfläche. Und Bauklötze. Gut für den jungen, aufstrebenden Architekten. Ja, finde ich alles super. Ich muss dann mal gucken, ob ich neue Kombos hier dann machen kann. Ja, anscheinend ist diese Generation-Kombo mit was aus dem ersten Katalog. Jetzt habe ich wieder neue hier. Dino mit Feuerspucker. Wärmetauscher, schreckliche Zähne, Zeitbomben, bla bla bla. Erstmal den Ölfrachter hier. Und dazu noch ein paar Bauklötze. Ja, lange Bauklotz, ja, der gehört dazu. Klassiker und... Ach cool, wie es denn brennt hier. Super. Ja, ich bestell mal weiter hier. Schlangenüberraschung! Deine Freunde werden nie vermuten, dass es nicht mit Schlangen gefüllt ist. Das ist die Überraschung. Hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht. Komm, ich kaufe hier mal wieder irgendwas, was noch ein bisschen brennt, damit das Feuer
am Brennen bleibt. Das ist doch ein anderes Mädchen, oder? Little Inferno Fireplace ist so ziemlich mein Lieblingsspiel. Obwohl es keinen Sinn macht. Das ist doch unser Sugar Plums. Da habe ich ja die falsche Stimme hier. Du kaufst solche Sachen, verbrennt sie. Und sie geben dir mehr Geld, als wie du ausgeben hast. Ich liebe Gratis-Sachen. Das kann nicht so ewig weitergehen. Oh, ich hoffe, sie veröffentlichen ein Gratis-Update für Little Inferno Fireplace. Mit pinken Holzscheiten. Von Sugarblums. PS, psst. Das Ding im Hintergrund sieht aus wie ein Gesicht. Ist aber keins. PPS. Aber es kann dich sehen. Jetzt kann ich wieder schlechter schlafen. Und ich wette, das Ding explodiert und es kommt keine Schlange raus. Vielleicht kommen doch Schlangen raus. Irgendwie kommt da gar nichts raus. Sehr unspektakulär. Weiter geht's. Ach, Generation-Kombo. Mensch, bin ich bescheuert? Ihr habt das bestimmt schon lange verstanden hier. Generation-Kombo. Generationen-Kombo. Also das gehört doch bestimmt dazu, oder? Vielleicht so eine Fotokombo? Oh, Mist, kann ich jetzt gar nicht. Gedingsen hier. Wie viel kostet denn das hier? 15. Mist. Oh, und das Feuer muss am Brennen bleiben. Oh, oh. Es ist fast aus. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn es aus ist. Ich will es nicht probieren. Hier mal so ein Windows-Beispielbild. Die sind doch immer so hübsch. Und das will ich hier noch mit draufhauen. Ja, okay, das bringt schon mal nichts. Irgendwie brennt das auf einmal alles nicht mehr so ordentlich hier. Kaufen wir mal wieder Bauklötze, die waren immer super und das war super. Und im zweiten Katalog, jetzt mal was Neues hier. Pyranosaurus! Stofftier, häufig serviert mit dem köstlichen Stekosaurus. Gut und durch. Meine Fresse. Und das noch. Habe ich jetzt noch einen Slot frei? Geile Sache. Ja, jetzt habe ich endlich wieder was hier, was brennt. Und hier, brenne, brenne. Feuer. Und alles rein, was ich habe. Cool. Komm du auch noch hier. Du Paket. Und ein Brief. Okay, rate mal. Ich bastle dir etwas. Weil du ein ziemlich guter Freund bist. Obwohl du nie meine Briefe beantwortest. Ach, das merkt ihr erst jetzt? Naja. Okay, aber du musst mir zuerst etwas schicken. Der Gegenstand, den du mir schicken sollst, ist rot und anziehend und hat lange, unsichtbare Arme. Nein, es ist nicht Liebe. Es ist ein Magnet. Ich brauche einen Magneten. Ja, hier. Oh, bin ich blöd? Warum kapiere ich denn die Generation-Kombo nicht? Das ärgert mich doch hier. Und jetzt hier dieser Stekosaurus. Nee, bla bla bla, was auch immer. Und du kriegst deinen Magneten. Verschicken. Nachricht verschickt. Ich antworte doch, weiß gar nicht, was die hat. Hab halt meine speziellen Arten. Ich schick Magneten und Glühwürmchen. Was ist das? Besitzergreifendes Hasenstofftier. Alter. Ein flüchtiger Blick in das Herz der Dunkelheit. Komm, Wecker. Ich hasse Wecker. Wecker verbrenne ich sogar aus Überzeugung. Oh, guck mal. Okay, danke für den Magneten. Ich kann spüren, da ist etwas Besonderes an ihm. Hast du es auch bemerkt? Was? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir trotzdem was basteln. Ich bin nicht wirklich gut, was Deadlines angeht. Aber du kannst das hier haben fürs Erste. Ich denke, es ist kaputt. Und was da drin ist, liebe Leute, seht ihr im nächsten Part von Little Inferno. Ich werde den auch gleich noch spielen. Wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Macht's gut.